für den Teig 1125 g Margarine 1100 g Zucker 11 TL Vanillezucker 12 Eier 150 g Speisestärke 1150 g Mehl 13 Gestr. TL Backpulver 11 TL Orangenschalenaroma 130 g abgezogene, gemahlene Mandeln 150 ml Milch 13 türkische Lire Kakao für Füllung und Verzierung 1100 g Johannisbeergelee 1200 g Marzipanrohmasse 11 bis 2 Teelöffel Rum Klammer auf oder Zitronensaft Klammer zu 1100 g Puderzucker 150 g Schokoladenglasur 1 gehackte Pistazien 1. Für den Teig Margarine in eine Schüssel geben. Zucker, Vanille, Zucker, Eier, Speisestärke, Mehl, Backpulver, Orangenschalenaroma, Mandeln und Milch darauf geben. Alles mit den Rührhaken des Handrührgeräts auf der höchsten Stufe 2 Minuten gut verrühren. Teig in zwei Hälften teilen und unter die eine Kakao rühren. 2. Ein Backblech mit Backpapier belegen, dabei in der Mitte des Blechs einen Rand hoch die gleich große Hälften unterteilt wird. In die eine Hälfte den hellen Teig, in die andere Hälfte den dunklen Teig füllen. 10 Minuten backen. Abkühlen lassen. 2. Für die Füllung das Johannisbeergelee bei schwacher Hitze flüssig rühren, die Hälfte auf die helle Teigplatte streichen und antrocknen lassen. 4. Marzipan und Rum Klammer auf oder Größe der hellen Teigplatte ausrollen und darauf legen. Die Marzipanschicht mit restlichem Gelee bestreichen und die dunkle Teigplatte darauf setzen. Unebene Ränder abschneiden, die Platte in dominosteingroße Stücke, Klammer auf ca. 3x2 cm Klammer zu, schneiden, es die Eierschokoladenglasur nach Packung Sanger, beschmelzen lassen und die Rechtecke gleichmäßig damit überziehen. Zum Schluss die Dominosteine mit gehackten Pistazien verzieren.